Heute geht es um die Vorbereitung einer Mix-Session und was mir dabei alles wichtig ist. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks beim Aufnehmen und Abmischen deiner Musik dabei helfen möchte, dass deine Musik demnächst genauso klingt wie die Großen im Radio. Und weil nächste Woche am 28. Februar um 20.30 Uhr der nächste große Live-Mix ansteht, habe ich mir gedacht, zeige ich dir mal, wie ich meine Mix-Session dafür vorbereite. Denn nichts ist wichtiger, wenn man mit dem Mischen beginnt, dass man nicht durch andere Sachen abgelenkt wird. Man sollte also die Mix-Session so weit vorbereiten, dass man sich nur auf den kreativen Prozess konzentrieren kann. Und vielleicht denkst du, ich kriege nie externe Tracks zugeschickt oder so, für mich ist das nicht ganz so relevant, aber du kannst dir die Spuren, die wir nächste Woche mischen, jetzt schon runterladen und vielleicht mal nachvollziehen, was ich genau zeige gleich. Also guck unter recordingblog.com auf meiner Seite unter dem aktuellen Blogartikel oder unter dem Link, den du unten in der Videobeschreibung findest, schaust du mal. Da findest du einen Link, wo du die Spuren runterladen kannst und dann kannst du auch deine Session anlegen. Und was ich dir gleich zeige, ist zwar in Logic, aber das funktioniert in allen anderen DAWs genauso. Also alle Schritte, die ich dir gleich zeige, funktionieren in anderen DAWs auch so. Du kannst also genau sehen, wie ich meine Mix-Session bis an den Punkt bringe, an dem ich dann tatsächlich starten kann zu mischen. Das schauen wir uns gleich in der Session an. Lad dir die Spuren auf jeden Fall runter. Wenn du dir eine Erinnerung einrichten möchtest für diesen Live-Mix, kannst du das jetzt auch schon tun. Klick mal hier oben auf den Link. Da findest du auf jeden Fall schon mal direkt dahin, wo du dir eine Erinnerung eintragen kannst für diesen Live-Mix. Oder falls du später gucken solltest, dieses Video, also nach dem 28. Februar, dann kommst du da direkt zum Live-Mix und kannst dir den Stream nochmal von vorne bis hinten angucken. Nicht mit mir interagieren, das machen die anderen dann live. Aber du kannst zumindest sehen, was passiert ist und die ganzen einzelnen Schritte nachvollziehen, die ich dann während des Mixes dieses Songs gemacht habe. Besonderheit bei diesem Live-Mix wird sein, dass ich komplett in Mono mische. Das heißt, wir werden den kompletten Song von vorne bis hinten in Mono mischen und erst ganz am Schluss auf die Stereo-Taste drücken und mal gucken, ob es was gebracht hat, dass ich den Song komplett in Mono gemischt habe. Jetzt gehen wir gleich in die Session, verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es um die wirklich wahre Geschichte, wie die New York Compression zustande gekommen ist. Lohnt sich also dran zu bleiben, aber jetzt gehen wir erstmal in Medias Res. Also, los geht's. So, und da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, hier ist ein komplett blankes Blatt Papier. Eine neue Session mit nur einer Spur drin. Ich werde ja beim Erstellen einer Session aufgefordert, mindestens eine Spur anzulegen. Das habe ich dann hier gemacht. Alles weitere ist genau so, wie du es normalerweise auch öffnen würdest in Logic und ich denke mal, in deiner DAW wird es nicht anders aussehen. Vielleicht ein bisschen anders wegen des Programmes, aber im Prinzip auch ein blankes Blatt Papier. Was ich jetzt als erstes mache, das ist Logic spezifisch, aber dabei soll es dann auch schon fast bleiben, ist, dass ich die Projekteinstellung aus einem alten Projekt installiere bzw. importiere, denn ich habe so meine Tastaturkürzel, Einstellungen und so weiter, Fensteranordnungen, die ich gerne bei jedem Projekt haben möchte. Andere Leute legen sich dafür eine Vorlage an. Ich starte immer mit einem neuen Projekt und importiere dann hier, wenn ich hier auf Ablage gehe, Projekteinstellungen und hier dann unten auswähle, Projekteinstellungen importieren. Wenn ich da draufklicke, fragt er mich, aus welchem Projekt ich die Einstellungen importieren möchte. Ich nehme mal den Weihnachtsmann-Song, den ich hier hatte. Importiere mal daraus und dann fragt er mich noch, was ich für Einstellungen importieren möchte. Ich nehme meistens die Fensteranordnung, was heißt meistens, ich nehme immer die Fensteranordnung, Metronomeinstellung, Audioeinstellung, Aufnahmeeinstellung und MIDI-Einstellung, das sind für mich die wichtigsten. Und wenn ich dann auf Importieren drücke, siehst du, dass sich das Bild hier schon komplett ändert. Jetzt ist die Session nämlich so, wie ich sie erwarte. Das heißt, die Aufteilung hier ist so und die Fensteranordnung ist so, Fensteranordnung 1. Und wenn du dich fragst, Fensteranordnung 1, gibt es denn noch eine zweite? Ja, man kann eine ganze Menge Fensteranordnung hier festlegen, indem man sich jedes Mal festlegen kann, wie das Fenster aussehen soll. Ich drücke zum Beispiel auf 2 und dann ändert sich die Fensteranordnung. Da habe ich mir 3 andere Fenster zurechtgelegt, nämlich hier die Piano-Rolle, dann hier unten nochmal das Arrangement, was da drunter liegt und dann hier auf der rechten Seite den Event-Manager, weil ich da dann einige Einstellungen machen kann, vor allem im MIDI-Bereich oder ein bisschen präziser auch im Audio-Bereich nochmal Elemente verschieben kann und so weiter. Deswegen habe ich das standardmäßig auf 2 liegen, auf 3 habe ich dann eine Großansicht hier mit der Spur liegen und so weiter und so fort. Falls du dich dafür interessierst, dann schreib doch mal Fensteranordnung unten in die Kommentare rein, dann kann ich da mal ein separates Video zu machen und mal kurz zeigen, wie man das so einstellen kann. Jetzt nur so viel am Rande, ich habe meine Fenstereinstellung hier und jetzt müssen im Prinzip schon die Spuren, die du dir herunterladen kannst unter recordingblog.com, müssen jetzt noch hier in das Projekt rein. Ich habe hier mal schon alles vorbereitet. Das heißt, ich habe das Paket, was du dir runterladen konntest, schon mal extrahiert und dann kommen in diesem Folder, in diesem Ordner, kommen alle Dateien zum Vorschein. Die sind hier durchnummeriert. Wie du sehen kannst, 01 Bassdrum, 02 Bassdrum Sub und so weiter und so fort. Das sind die Spuren, die ich aufgenommen habe. Insgesamt 29 und mit Steuerung A im PC oder Kontrolle A, Kommando A im Mac kann ich jetzt alle hier markieren und ziehe die jetzt einfach hier Drag and Drop rüber in die DAW. Zack, ich ziehe die auf 2, dann fragt er noch, ob ich vorhandene Spuren verwenden will. Ja, sage ich mal. Und jetzt werden die Spuren hier importiert und wie du schon sehen kannst, ich mache den Mixer mal aus, sind hier alle Spuren
jetzt importiert und liegen alle am, na, du siehst es schon, am falschen Startpunkt. Deswegen schiebe ich die jetzt erstmal hier nach vorne. Nein, natürlich alle, wieder Kommando A oder Steuerung A beim PC und schiebe die alle auf 2 als Startzeit. Und warum, wenn du dich fragst, warum 2? Ich starte normalerweise bei 2, dann habe ich nämlich immer einen Takt Vorzähler, wenn ich nochmal Aufnahme machen will oder sonst was irgendwie, dann kann ich immer noch sauber mit dem Projekt hier noch einen Takt vorne vorhaben. Wenn es beim Ausspielen dann später, kann ich ja sowieso markieren, wo der Song starten soll. So, also alle Spuren sind jetzt auf Takt 2. Starten sie, jetzt müssen wir noch eben das Songtempo einstellen. Und wie du gesehen hast, habe ich hier beim Dateinamen angegeben 105 BPM. Das solltest du ganz am Anfang machen, das Songtempo, bevor du anfängst, irgendwelche Sachen zu schneiden, weil sonst können dann irgendwelche Events verrutschen und dann passt der ganze Song nicht mehr zusammen. Also im Idealfall spätestens nach dem Importieren, am besten noch vor dem Importieren, das Tempo anpassen. Hier habe ich das Tempo jetzt hier oben einfach durch Doppelklick auf das Tempo editierbar gemacht und klicke jetzt noch auf die Enter-Taste. Zack, Tempo 105. Damit wären wir im Prinzip schon fast bereit und könnten schon starten. Ich persönlich bevorzuge aber noch ein bisschen mehr Übersicht. Das heißt, ich mache jetzt erstmal farbliche Markierung und sorge dafür, dass ich die Spuren einzeln farblich unterscheiden kann. Schlagzeug ist bei mir immer rot, deswegen markiere ich hier mal mit gehaltener Shift-Taste alle Schlagzeugspuren. Das geht hier bis Room und mit Alt-C kann ich hier die Farbpalette aufrufen. Mit der Farbpalette kann ich jetzt hier einstellen, dass das rot sein soll. Achtung, Logic spezifisch, nur weil ich jetzt die Audio-Events hier eingefügt habe, beziehungsweise eingefärbt habe, heißt das noch lange nicht, dass die Tracks im Mischer auch eingefärbt sind. Das heißt, das muss man blöderweise zweimal machen. Also muss ich hier auch nochmal alle Spuren markieren, die zum Schlagzeug gehören und die rot anklicken. Ich weiß nicht, warum das bis heute nicht möglich ist, wenn man die Spuren einfärbt, dass man aber wahrscheinlich ist das dafür, dass man die einzelnen Events auch nochmal unterschiedlich markieren kann und nicht ständig die Farbe von seinem Kanalzug verändert. Okay, verstanden. Also, Bass soll gelb werden. Zack, ist gelb und muss ich hier im Mischer dann auch gelb machen. Meine Gitarren bleiben blau und die Vocals starten hier, Strophe, Vox bis hier unten. Die machen wir mal grün. Hier grün. So, und dann müssen wir das gleiche Grün noch einstellen für die Spuren hier unten. Also hier im Mischer auch nochmal markieren, auch nochmal grün. Ist das das gleiche? Ja. Ungefähr da. So, damit haben wir schon mal die Farbkodierung durchgeführt und wir können jetzt hier sowohl im Mischer als auch im Arrangementfenster hier oben erkennen, welche Spuren uns zur Verfügung stehen. Nämlich Schlagzeug, Bass, Gitarren und grün sind die Vocals in diesem Fall. Wenn du noch Keyboards dabei hast, Percussions und so weiter, kannst du ja mit deinen eigenen Farben arbeiten. Jeder hat ja sein eigenes Farbschema, mit dem er arbeitet. Bei mir ist es dieses Drums immer rot. So, jetzt haben wir hier im Prinzip schon alles vorbereitet. Wenn ich hier mal reinzoome, siehst du allerdings, dass hier noch jede Menge Leerstellen sind. Ne? Hier zum Beispiel an den Vocals kommt ganz, ganz lange nichts, dann kommt ein bisschen was, dann kommt wieder ganz, ganz lange nichts. Deswegen bereinige ich die Spuren normalerweise dann auch nochmal und gucke, dass ich die, ich schiebe das mal hier zusammen, damit man auch alles sehen kann von den Spuren und sorge dafür, dass dann die Leerstellen einfach weg sind. Dadurch strukturiert sich der Song auch schon ein kleines bisschen. Hier zum Beispiel bei der Strophe kann ich genau sehen, wo der Gesang ist hier. Hier ist einfach eine Strophe und da ist eine Strophe. Dadurch erkenne ich dann schon automatisch quasi auch an den einzelnen Events, woran das ist. Das kann man händisch machen. Man kann aber auch einfach, wenn man hier auf eine Spur draufklickt, mit rechts draufklickt und dann hier oben Stille von Audio, von Audioregionen entfernen wählen oder Hochstelltaste X ist ja bei Logic. Die Funktion gibt es auch bei Studio One, das weiß ich auch, Stille entfernen. Und wenn man da draufklickt, dann geht ein Kommunikationsfenster los und dieses Kommunikationsfenster fragt, wie genau denn die Stille entfernt werden soll. Hier links gibt es ein paar Einstellungen, hier schnell Schwellenwert, das heißt, ab wann ist Stille wirklich Stille? Manchmal hat man ja auch ein Grundrauschen, was auch im Prinzip Stille ist, aber was auch weg soll. Dann hat man die Mindestdauer für die Stille. Wenn du mit Drums arbeitest zum Beispiel, ist zwischen zwei Schlägen ist oft eine kleine Pause irgendwie, damit das nicht als Stille interpretiert wird, kannst du die Mindestdauer für Stille hier anlegen. Ich mache mal hier eine Sekunde, das sollte eigentlich reichen. Ups, jetzt hat er schon angewendet. Ich zeige es dir nochmal an der nächsten Spur. Machen wir nochmal rückgängig. Ne? Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich hätte nicht die Enter-Taste drücken sollen. Also nochmal Stille von Audioregion entfernen. Also hier nochmal. Wir haben hier den Schwellenwert. Dann die Mindestdauer für Stille, dann die Pre-Attack-Zeit, also das, was bevor er anfängt, die Audioregion freizuschalten oder nicht freizuschneiden. Auf jeden Fall das, was er vorne noch stehen lässt, bevor er dann wirklich reinschneidet. Da mache ich auch eine Sekunde. Und hier bei der Post-Release-Zeit im Ausklang auch ruhig eine Sekunde. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Jetzt kann man hier schon grob erkennen, dass er hier drei Regionen machen wird. Hier eine hier vorne und hier hinten nochmal zwei. Diese kleine Stille hier zwischen möchte ich aber noch weghaben. Der soll mir jetzt nicht zu pingelig schneiden. Dementsprechend gucken wir mal, dass ich hier jetzt noch den Schwellenwert anhebe. Wenn ich da jetzt hier den Schwellenwert erhebe,
siehst du, dass es immer kleinteiliger wird. Und wenn ich den hier runter senke, dann lässt er die Stelle da immer noch frei. Dann machen wir die Mindestdauer für die Stille noch ein kleines bisschen höher. Dann sollte das eigentlich passen. Nee, das passt auch nicht. So, machen wir nochmal auf eine Sekunde. Ich möchte es so eingestellt haben, dass ich nur zwei Blöcke habe. Dann machen wir die Pre-Attack-Zeit, die Post-Release-Zeit. Machen wir nochmal die Nulldurchgänge. Das wird mir zu kleinteilig. Ach komm, lassen wir es jetzt einfach dabei. Machen wir daraus. Jetzt will er aber gar nicht hier. Ne? Dann machen wir daraus drei Regionen. Soll mir auch recht sein. So, haben wir damit schon eingestellt. Und das mache ich jetzt für alle Spuren durch. Dementsprechend machen wir das jetzt mal im Zeitraffer, damit du auch siehst, wie ich das einzeln mache. Also damit du siehst, dass ich das bei allen Spuren mache, aber damit du jetzt nicht eine Viertelstunde warten musst, bis ich damit fertig bin. Also, Zeitraffer. So, da sind wir wieder und wie du siehst, die komplette Session ist jetzt einmal bereinigt. Kann man jetzt nochmal Genauigkeitsgründen nochmal die einzelnen Tracks durchgehen. Mache ich jetzt aber nicht, mache ich dann gleich im Mix. Was heißt gleich im Mix? Im Live-Mix. Schauen wir dann nochmal, dass ich wirklich alles sauber geschnitten habe. Soweit ist die Session jetzt auf jeden Fall vorbereitet. Bei den Drums muss man immer ein bisschen pingelig sein, weil zwischendurch vielleicht nur so eine Bewegung von der Hi-Hat ist, so tschip, tschip, tschip. Das ist natürlich in einigen Kanälen, soll das drin bleiben, zum Beispiel im Hi-Hat-Kanal, aber im anderen Kanal nicht. Deswegen da ein bisschen filigran vorgehen und lieber ein bisschen großzügiger beim Freischneiden, als zu viel wegzuschneiden. Das wäre ja schade, wenn die Hälfte des Songs verschwindet, weil man nur ein bisschen mit der Stille ein bisschen zu großzügig gewesen ist. So, jetzt haben wir also alle Spuren hier freigeschnitten und so weiter. Was ich jetzt noch mache, ich markiere alle Spuren hier im Fenster und stelle nochmal einen kleinen Fade-In und einen kleinen Fade-Out ein, einfach als Automatismus, damit es vorne keine Knackser gibt. Ich stelle hier auf der linken Seite bei Fade ein, Fade in im Inspektor 10 ein und bei Fade out auch 10. Und wenn wir mal reinzoomen, siehst du dann, dass hier bei den einzelnen Spuren überall ganz am Anfang ein kleiner Fade in gesetzt worden ist. Hier zum Beispiel da und hier vorne auch. Bei jeder Datei bzw. bei jedem Event hier ist ein kleiner Fade in eingesetzt. Damit kann man wirklich sicherstellen, dass man dann auch tatsächlich keine Probleme mit irgendwelchen Knacksern oder sonst was irgendwie hat. Damit ist die Session soweit vorbereitet, was die Events angeht. Jetzt gucken wir nochmal eben, dass ich hier im Mischer noch eine Vorbereitung treffe. Denn wie du weißt, arbeite ich ja mit einigen Bussen, die ich normalerweise nutze. Und ich fasse dann einfach immer gerne meine Spuren schon mal zusammen, damit ich die auf einem einzelnen Bus liegen habe. Brauche ich das später nicht machen. Weil ich das halt immer mache, kann ich das auch vorbereiten. Also ich markiere alle Drumspuren und kann dann hier beim Ausgang schon mal einstellen, dass die nicht auf dem Stereo aus rausgehen sollen, sondern auf dem Bus 1. So, Bus 1 ist also Drums komplett. Der ist hier auf der rechten Seite dann angelegt worden. Im Moment ist er noch gelb und heißt AUX 1, aber wir nennen ihn mal Drums komplett. Und färben ihn mit Alt-C, kommt wieder die Farbpalette, färben ihn dann direkt mal rot ein. So, als nächstes mache ich für den Bass einen eigenen Bus. Den machen wir mal hier. Ich nehme mal einen späteren. So, Nummer 5, dann habe ich ein bisschen Platz dazwischen für die anderen Drumbusse. Und den nennen wir dann Bass. Komplett. So kriege ich dann die einzelnen Instrumente hier auch direkt vorgelegt. Wieder Alt-C für die Farbpalette. Dann die Gitarren. Alle hier markieren und auf den Bus, was weiß ich, 7 meinetwegen, kannst du ruhig kreativ sein, ist auch eigentlich völlig Wumpe, warum zeige ich dir gleich, Farbpalette auswählen, wir machen den Blau, ist das das Blau, ungefähr das ist das Blau, dann nehmen wir den Gitarren und dann noch die Vocals, dann machen wir erst die Instrumente komplett, das heißt wir haben Schlagzeug, Bass und Gitarre, mehr Instrumente sind ja in diesem Song nicht, das heißt wir routen die jetzt nochmal auf einen separaten Bus, der heißt Mucke komplett, den kennst du sicherlich schon, ich nehme mal Bus 16 und den färbe ich in der Regel irgendwas mit Lila ein und nenne den dann auch Mucke komplett. Und dann haben wir noch die Vocals, die ich auf den Vocals komplett Bus route. Man kann jetzt noch einen Unterbus für die Chöre machen, das gucken wir mal später im Mix, ob wir das noch machen. Jetzt haben wir hier rechts noch den Bus für die Vocals, der heißt Vox komplett. Und die beiden sind dann im Prinzip die Hauptbusse. Als C wieder lila machen. Das sind dann die Hauptbusse, die beiden, die dann auf den Masterbus tatsächlich draufgehen. Wenn du hier guckst, dann siehst du hier Mucke komplett
Oh, da habe ich falsch geschrieben, ne? Mucke. Weg. Mucke komplett und Vox komplett, das sind die beiden Busse, die dann quasi auf den Hauptbus draufgehen. Damit ist die Session vorbereitet. Wir haben die Events reingeladen, sortiert, farblich markiert, von Stille befreit und wir haben die Grundbusse schon mal angelegt, mit denen wir dann später in den Mix einsteigen können. Mit anderen Worten, der Mix ist ready to mix quasi. Der wartet jetzt noch eine Woche lang bis zum 28. Februar, wenn wir uns dann sehen beim Live-Mix und dann geht's richtig dran lang. Wir mischen in Mono und jetzt gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. So, Mix-Session ist soweit vorbereitet. Der 28. Februar kann also kommen. Ich freue mich schon auf den Live-Mix. Würde mich auch freuen, wenn du wirklich dabei bist. Also wie gesagt, hier oben findest du nochmal den Link, wo du dir eine Erinnerung einrichten kannst und dann treffen wir uns für einen launigen Donnerstagabend und mischen mal so zweieinhalb, vielleicht sogar 3 Stunden. Mal gucken, wie weit wir kommen und lass uns überraschen, was bei diesem Mono-Mix am Ende des Tages rausgekommen ist. Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Renjay und er schrieb mir folgendes. Frage der Woche ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er schrieb mir die wahre Geschichte der New York Compression. Also, auf geht's. Okay, jetzt ist es soweit. Ich abonniere meinen ersten YouTube-Kanal. Nochmal. Okay, jetzt ist es soweit. Ich abonniere meinen ersten Kanal auf YouTube. Du bist nicht nur didaktisch super drauf, sondern bist mit deiner eigenen Begeisterung für die Materie ansteckend. Ja, vielen Dank. Es freut mich, wenn ich dich mitnehmen kann, auf jeden Fall. Und wenn meine Begeisterung für die Materie, für unser Lieblingshobby hier auf jeden Fall rüberkommt. Zu der Entdeckung der parallelen Kompression habe ich allerdings eine andere Geschichte gehört. Als die Amerikaner damals im Rahmen der Apollo 11 Mission auf dem Mond waren, wurden sie von ein paar Aliens mit einer Riesenparty empfangen. Nach ein paar Drinks und coolen Tanzeinlagen ist Neil Armstrong und Buzz Aldrin irgendwie aufgefallen, dass die Drums dort viel besser klingen als auf der Erde und haben sich gleich ein paar Tapes mitgeben lassen. Die NASA war so begeistert, dass sie schließlich Charles Conrad für die Apollo 12 Mission damit beauftragte, herauszufinden, wie die Aliens das wohl machen. Conrad konnte sich schließlich mit DJ Quack, einer Koryphäe der Musikbranche auf dem Mond, im Backstage treffen. Er konnte DJ Quack dann so weit abfüllen, dass dieser schließlich mit dem Geheimnis rausrückte und die parallele Kompression der Menschheit preisgab. Schließlich konnte sich diese Form der Kompression zunächst hauptsächlich in New York durchsetzen, da New York als geheimes Urlaubsziel der Aliens gilt und DJ Quack dort regelmäßig unter verschiedenen Pseudonymen auflegt. Aha. Na, vielen Dank für diese Geschichte auf jeden Fall. Ich weiß nicht ganz genau, welchen Teil ich davon glauben soll oder nicht. Das mit New York und mit der parallelen Kompression lasse ich einfach mal stehen. Falls du eine bessere Geschichte auf Lager hast, dann schreib sie mir doch mal entweder hier unten in die Kommentare oder per E-Mail an jonas@recording-blog.com und dann kann ich mal die schönsten Geschichten zu New York Compression, Abbey Road, Hall-Trick, LCR, Fletcher-Munson-Kurve und so weiter und so fort, alle mal zusammenpacken. Schreib einfach, was dir einfällt an coolen Geschichten und dann packe ich das mal in einen Blogartikel auf die Seite, dann können wir mal alle ein bisschen mehr dazu lernen. Ist das unnützes Wissen oder ist das Wissen, was unnütz ist? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schreib mir an jonas@recording-blog.com und ich freue mich auf deine Zuschrift. Wir sehen uns die Tage wieder, spätestens beim Live-Mix am 28.02. und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!